Ja, kommen wir zu den wichtigen Sachen, zu den Inhalten. Wir sind schon mehrmals für unsere Keynotes gelobt worden und ich glaube auch zu Recht, weil das was ist, was uns auch immer echt Spaß macht. Und es ist ja unser Anspruch, nicht eine schönere Hausmesse oder eine Werbeveranstaltung oder sowas zu machen, sondern das IT-Forum heißt Forum und da ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, eine zumindest auch mal ein bisschen kritische Auseinandersetzung mit dem Thema IT. Und deswegen ist es uns natürlich auch immer besonders wichtig, da interessante Speaker zu haben. Und dieses Jahr freue ich mich ganz besonders. Bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil wir hatten noch nie jemanden, der schon vor so großem Publikum gesprochen hat. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben einen Uni-Professor, einen aus Aalen, einen gleichzeitig Dozent in St. Gallen, also mit ganz viel wissenschaftlichem Background. Aber was ihm, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist in beiden Welten zu leben, eine Hälfte noch als Unternehmerpersönlichkeit zu haben, ist da schon ganz lange unterwegs, ist ein sehr erfolgreicher Internetunternehmer in Deutschland und hat dieses Jahr dazu gebracht, auf dem World Economic Forum in Davos zu sprechen, was natürlich schon eine sehr coole Sache ist. Und deswegen freuen wir uns hier sehr und denken uns jetzt gleich alle einen tosenden Applaus für Professor Dr. Peter Gentsch. Herzlich willkommen auf dem IT-Forum Mainfranken. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Intro. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich bin froh, dass ich mein Doppelleben wieder ausspielen darf zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, es ist ganz wichtig beim Thema wie KI, da sind beide Perspektiven wichtig. Aber keine Sorge, der Fokus ist ganz klar auf Praxis, viele, viele Unternehmensbeispiele. Und ich will so ein bisschen Mut machen. Wir reden viel zu sehr über das Thema und wir machen es zu wenig. Und die nächsten 45 Minuten würde ich gerne nutzen, so ein bisschen Werbung für das Thema KI zu machen. Sehr schön. Ich bin gespannt. Ich muss kurz hier nochmal klicken. So, dann gucke ich nochmal in die Regie. So, perfekt. So, wenn man die Zukunft intelligent gestalten will, dann kommt man an dem Thema KI nicht vorbei. Aber auf der anderen Seite ist das Thema natürlich gerade so ein bisschen zu stark gehypt fast schon. Böse Zungen sagen ja, wenn es in Python geschrieben ist, ist es Machine Learning. Wenn es in PowerPoint ist, ist es künstliche Intelligenz. Da ist schon ein bisschen was dran. Und zu sehr wird es aus einer Marketing-Sicht genommen. Also wenn ihr heute mal auf eine Messe geht, jeder Anbieter KI-Insight. Und insofern will ich ein bisschen Erwartungsmanagement machen, was heute schon geht, was vielleicht auch nicht geht. Und insgesamt kann ich nur sagen, es ist ein extrem spannendes Thema. Und wir haben in Deutschland so eine gewisse Fantasielosigkeit. Also da ist KI, da kann man irgendwie Prozesse automatisieren. Oder wir sind gleich bei Arnold Schwarzenegger, Terminator, Hollywood, Science Fiction. Aber die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Und ich hoffe, ich kann ein paar Anregungen geben, weil das Thema macht richtig Spaß. Ich habe Mitte der 90er Jahre zu dem Thema KI promoviert und damals kam der AI-Winter, weil nicht alles hat so geklappt, was wir versprochen haben. Und da war KI ein Unwort. Vor ein paar Jahren kam das Wort ja wieder ein bisschen auf. Wir haben den KI-Frühling und ich würde auch nicht sagen, dass wir auf dem besten Weg sind in KI-Winter, aber wir müssen, glaube ich, realistisch die Erwartungen managen und nicht nur blumig über KI berichten. Und genau das habe ich jetzt in den nächsten 45 Minuten vor. Gut, wirklich nur eine kurze Einführung. Und ich weiß, viele werden das Beispiel kennen, aber es ist ein perfekter Einstieg, um nochmal den Begriff KI zu definieren. Ging stark durch die Presse. Also es gibt so ein Brettspiel, das älteste der Welt, namens Go. Und man sieht da den Lee Sedol, das ist der koreanische Weltmeister, der hat in seinem Leben noch nicht ein Spiel verloren. Ich kann es jedem nur mal empfehlen, also ich bin heftig gescheitert, es sind eigentlich nur schwarze und weiße Steine, aber es erfordert strategisches Denken, Kreativität, Intuition, wo wir doch sagen, genau das kann die Maschine nicht, das können wir Menschen. Insofern ist der gute Lee Sedol vor die Presse gegangen, das Ganze wurde weltweit übertragen, zig Millionen haben zugeguckt, in Seoul gab es Big Screens, die ganze Bevölkerung hat zugeguckt, der Lee Sedol geht vor die Presse und sagt, ich habe noch nie verloren, gegen so eine Maschine erst recht nicht. Er verliert das erste Spiel, er verliert das zweite Spiel, er verliert das dritte. Er geht wie ein Häufchen Elend vor die Presse, entschuldigt sich bei seinem Volk für das Versagen und sagt aber auch erstaunliche Worte und sagt, ich bin noch fasziniert. Es war kreativ und beautiful. Und das fand ich so spannend. Es geht nicht nur darum, KI zu nutzen, um Prozesse zu automatisieren. Das ist natürlich ein Anwendungscase, sondern Inspiration, Innovation, Kreativität. Und jetzt ganz spannend. Das vierte Spiel, wer hat es gewonnen? Lee Sedol. Man hat so ein richtiges Aufatmen, wir können die Maschine noch schlagen.
Und dieses vierte Spiel wird als God Moves bezeichnet, weil kein Mensch auf der Welt hatte jemals diesen Spielzug gemacht und keine KI konnte diesen Spielzug vorhersehen. Im Sinne von AI, Augmented Intelligence, die AI befähigt uns Menschen, bessere Entscheidungen zu treffen, die Extrameile zu gehen. Zwei, drei Nebensätze noch zu dem schönen Beispiel. Wer hat es erfunden? Ricola, ja, die Schweizer. Ja. Schweiz-Deutsche Forschungskooperation unter Professor Schmidhuber. Also mit anderen Worten, haben wir alle mit unseren Steuergeldern bezahlt. Und wer kapitalisiert es? Wer hat das gekauft? DeepMind, diese Software, diese KI-Software? Google hat es gekauft. MP3 lässt grüßen. Wobei kapitalisieren nehme ich zurück. DeepMind ist bis heute nicht profitabel. Was für mich auch ein Indikator ist, KI ist keine Gelddruckmaschine per se. Zweite Sache, die finde ich noch ganz spannend, ist, das System wurde unsupervised gelassen. Also man hat 2005 gab es ein Beispiel, 1996 gab es ein Beispiel, Kasparov, vielleicht noch bekannt, da hat die Blue IBM den Kasparov geschlagen. Da hat man das System richtig trainiert. Das System wurde unsupervised gelassen und das System hat gelernt zu lernen. So, und ich weiß, viele sagen, ach, KI gibt es noch gar nicht. Das ist doch alles Data Mining, Statistik, das ist nur ein neues Label. Naja, wenn wir in eine Zeit kommen, wo Maschinen anfangen zu lernen an Supervise, da kommen wir natürlich schon in einen sehr, sehr spannenden Bereich. Und das ist ein Thema, was auch durchaus ein Trend ist, dass ich eben zunehmend Systeme habe, die proaktiv Sachen machen, ohne vielleicht vorprogrammiert gewesen zu sein. Da kann es auch so ein bisschen spooky werden, weil wir da natürlich auch wieder Angst haben, wir verlieren irgendwo die Kontrolle. Kontrollverlust, erste feine Stufe. Google hat vor 2 Jahren eine Software entwickelt, die hat Software entwickelt, die besser ist als die Software, die von Menschen entwickelt wurde. Ist ein bisschen spooky. Also ich habe eine AI-Software, die entwickelt AI-Software, die besser ist als die Software des Menschen. AutoML für Auto-Machine Learning. Ganz offen, wir haben das auch alles getestet. Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber es geht natürlich in die Richtung. Und wenn man jetzt mal überlegt, und das nennt man Intelligence Explosion, diese Maschine produziert eine AI, die Maschine produziert wieder eine AI und die Maschine produziert wieder eine AI, die immer, immer wieder besser wird. Die einzige Restriktion ist eigentlich dann noch unser Globus hier, ne, dass wir nicht mehr zu viel Hardware-Blech hinstellen können, dann müssen wir halt ins Weltall gehen. Aber an sich heißt Intelligence Explosion, wir haben keine Limitationen mehr. So, Kontrollverlust, man sieht AI häufig in Form von Robotern. Ne? Das ist so in der Maschinenstraße und da gibt es den Roboter und der ist mit AI ausgestattet. Ich werde gleich zeigen, dass AI viel subtiler ist. AI geht in alle Devices und heute, jeder von Ihnen nutzt AI täglich. Also mein nächstes Tinder-Date kommt über AI, mein nächster Host über Airbnb, mein nächstes Google-Ergebnis, mein Post auf Facebook entscheidet die KI. Also wir haben alltäglich mit KI zu tun, ohne da immer einen Roboter vor uns zu haben, wo wir sehen, ah, guck mal, da ist KI. Ganz spannend auch im Sinne von, die Systeme werden autonomer. Wir werden Roboter haben, die Roboter bauen und Roboter haben, die Roboter Maintenance machen. Wenn man sich überlegt, was das an Kosten spart, wenn ich Systeme habe, die sich selber warten, ganz extrem. So, und jetzt kennen viele wahrscheinlich Boston Dynamics. Die haben es geschafft, diese etwas unbeweglichen Roboter eigentlich richtig smart zu machen. Vielleicht schon mal gesehen, kurzes Video, wie man mal vorstellt, wie das heute aussieht. Die laufen da, also finde ich schon relativ smart über die Hindernisse. Das ist schon recht beeindruckend, ne, wenn man sich überlegt, wie das vor 5 Jahren noch ausgesehen hat. Das kann aber auch mal anders aussehen. Ich habe eben angesprochen, hoffentlich nicht. Kommen wir mal in diesen Kontrollverlust. Der läuft immer noch schön. Ah, da ist er. Ist natürlich ein Fake, aber zeigt natürlich schon mal, wenn irgendwann die KI sagt, die Zielfunktion von den Menschen da draußen, Umsatzmaximierung, Kostenreduktion, finde ich eigentlich blöd. Ich habe ganz andere Ziele, ich habe eine eigene Agenda, dann wird es spooky. Und das ist ja das Thema Singularität, Superintelligenz. Ganz offen sind wir noch weit davon entfernt, aber ich glaube, man sollte sich immer wieder klar machen, wo das enden kann. Ich glaube, das wollen wir alle nicht, wenn wir sagen, die Zukunft intelligent gestalten. Ab Montag ist ja vielleicht wieder ein bisschen mehr Netflix-Zeit. Ich habe keinen Werbevertrag mit Netflix, aber Lee Sedol, das Spiel, ist eine Netflix-Doku mit Gänsehaut. Also ich habe noch nie eine Doku gesehen, wo diese Mensch-Maschine-Diskussion so gut emotional dargestellt wird. Ein anderes hervorragendes Doku, The Social Dilemma, ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat,
Und ich fand einen Punkt extrem spannend. In der ganzen KI-Forschung, Diskussion, gucken wir immer auf die Singularität. Also heute haben wir, das sage ich vorweg, eine schwache Intelligenz, eine Narrow Intelligence, die für einen ganz bestimmten Zweck konzipiert wurde. Wir Menschen haben eine General Intelligence. Wir können abstrahieren, resonieren, was auch immer. Das kann die Maschine heute nicht. Und wenn ich mehrere General Intelligence kombiniere, habe ich die Superintelligenz, die Singularität. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe so arithmetische Mittel gebildet von Elon Musk, den Hawkins, Bill Gates. Alle sagen ja, wann wir die Singularität haben. Wir kommen bei ungefähr 20 Jahren raus. Da würde ich sagen, das dauert noch, aber ist ja auch gar nicht mehr so lange. Und in dieser Doku sagt einer was ganz Spannendes, finde ich. Wir gucken immer, wann die Maschine besser wird als wir Menschen. Das ist ja die Singularität. Aber Leute, wir haben schon einen Punkt überschritten, der viel kritischer ist. Die Maschinen haben eigentlich die menschliche Schwäche schon erkannt und ausgenutzt. Und da geht es sehr stark darum, was die Gaffer-World, die Google, Amazon, Facebook, Apple, die TikToks dieser Welt mit uns machen. Die nutzen unsere Schwäche für, dass wir vielleicht manipuliert werden, dass wir auf Fake News reinfahren, dass wir addicted sind. Also ich habe mir nur aus beruflichem Interesse mal TikTok runtergeladen. Ich weiß, ich bin nicht die Zielgruppe, aber die haben vor 2 Wochen den Algorithmus veröffentlicht. Das ist so subtil, jede Scroll, jede Handbewegung von mir wird getrackt und die KI optimiert das. Und dann habe ich wieder neue TikTok und diese Addiction, diese Sucht danach. Und das fand ich ganz spannend, dass wir immer sagen, oh, wann ist denn die Singularität? Dabei hat die KI uns eigentlich schon häufig im Griff, wir merken es gar nicht. Ich habe auch gesagt, ich bin dagegen immun. In dem Film wird gezeigt, dass man es geschafft hat, Verschwörungstheorien, dass die Erde flach ist. Das haben dann auch viele geglaubt. Das ist schon extrem, aber es gibt viel subtilere Formen, wo wir gar nicht gefeit mehr sind. Thema Filterbubble, Thema Fake News. Fand ich einen ganz spannenden Punkt. Den Punkt haben wir schon überschritten. Thema gesellschaftliche Implikation. So, mal ein bisschen konkreter. Was sind jetzt eigentlich so die Trends in der AI? Also es gibt sicherlich so Sachen, da würde ich einen Haken hintermachen, da sind wir sehr weit. Das ist für mich fast schon Commodity. Predictive Analytics. Also Predictive Maintenance, wann geht die Maschine kaputt? Das können heute Systeme ganz gut erkennen. Oder im Sales, was ist mein nächster Kunde, was wird der kaufen? Und dann gibt es eher so Nischenthemen wie Explainable AI. Das ist ein Riesenforschungsgebiet, weil wir natürlich in der AI zunehmend mit einer Blackbox zu tun haben. Und wenn die Maschine zum Beispiel einen Credit Score berechnet, was sie heute schon besser kann als der Mensch, aber die KI kann nicht sagen, ich weiß nicht, warum der einen Kredit kriegt, kann ich dir nicht sagen. Dann sagt in jeder Regulatory Compliance, wenn ich ihm das nicht erklären kann, vergiss es. Explainable AI versucht aus einer Blackbox zumindest eine Greybox zu machen. Dann gibt es sowas wie Ethik, alles wichtig, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal hier die wichtigsten Trend heraus. Und der wichtigste Trend für mich ist das Thema Enterprise AI. Also wie kriegen wir KI in die Unternehmen rein? Und was man auch noch sieht, natürlich das Thema Open Source AI. Als ich promoviert habe, gab es das nicht. Da gab es irgendwie monolithische Großrechner etc. Heute habe ich eine Demokratisierung der AI. Auch das Thema Open Source AI ist ganz spannend. Und man sieht, ich fasse das mal zusammen unter dem Begriff Conversational AI. Chatbots, Messenger, die intelligent miteinander kommunizieren. Und ich sag mal, der Trend schlechthin, der lange jetzt auch schon wieder häufig genannt wird, ist dieses Deep Learning. Und er sagt, was ist eigentlich Deep Learning? Als ich promoviert habe, hatten wir auch neuronale Netze, ein Input Layer, ein Output Layer, ein Zwischenlayer. Heute haben wir tausende von Zwischenlayern, das nennen wir eben Deep Learning. Ist eigentlich, kann man sagen, was kommt denn jetzt Neues? Deep Learning haben wir doch jetzt 3-4 Jahre schon gesprochen. Ganz spannend fand ich das Curiosity Learning. Also bei diesem Reinforcement Learning, bei dem Go, muss man sich das so vorstellen wie ein Roboter, läuft gegen die Wand, klatsche, Strafe, läuft richtig, Belohnung. Also letztendlich über Trial and Error und Rewards. Und jetzt werden Computer so trainiert, dass sie neugierig werden. Das heißt, ich sag doch mal die Zukunft vorher und ich belohne dich, wenn die Zukunft richtig ist. Und jetzt wird es natürlich spooky. Kreativität, Neugierde, menschliche Phänomene versuche ich einem System beizubringen. Das funktioniert schon relativ gut. AutoML habe ich angesprochen und GPT-3 ist der Hot Shit von Elon Musk, OpenAI, ausprobieren. Man kann das eine Woche kostenlos ausprobieren. Man erkennt nicht den Unterschied. Da wird ein Text generiert, ob dieser Text von einem Menschen ist, von einer Maschine. Diese Software wird eingesetzt bei Adventure, bei Fantasy Games, wo es nicht darum geht, sachlich seriös zu berichten. Die Systeme haben eine menschliche Attitüde, die auf der einen Seite als AI sage ich, Mann, wie geil ist das denn? Und auf der anderen Seite will ich in einer Welt leben, wo ich gar nicht mehr weiß, Thema Turing-Test, Mensch, Maschine.
Also ganz, ganz spannend. Das Problem ist, dass der gute Elon Musk da irgendwie eine Blackbox macht und nicht unbedingt transparent macht. Man sagt, er hat Milliarden von Webseiten und Dokumente trainiert und kann jetzt so eine extrem gute Textgenerierung machen. Wir haben ja auch gesagt, naja, wir wollen gucken, AI für Unternehmen ist der Fokus, aber es geht auch um die Gesellschaft. Und natürlich, es gibt heute keinen Bereich, wo ich AI nicht einsetzen kann. AI, Pandemiebekämpfung, Früherkennung, Riesenthema. Krebsfrüherkennung, Gesundheitswesen, Riesenthema. Predicted Policing, wo muss die Polizei hier in Würzburg hinfahren, weil wahrscheinlich da gleich ein Überfall stattfindet. Es gibt also keinen Bereich, wo ich AI nicht einsetzen kann, aber ich habe mir gedacht, Mittelstand, Unternehmer, da machen wir mal den Fokus lieber auf Unternehmen und weniger auf die Polizeiarbeit in Würzburg. Und da gibt es natürlich auch viele bunte Beispiele. Ich kann es im Marketing einsetzen, im Transport, Industrie 4.0. Die Grafik zeigt das, es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ich habe mal versucht, kann man das nicht systematisieren? Gibt es nicht ein Modell, wo ich sagen kann, wo stehe ich, wo kann ich anfangen, eine Systematik reinzubringen in dieses etwas blumige Thema KI? So, und das ist so das Modell, eigentlich ganz einfach zu erklären. Wir reden ja vom Game Changer. Also AI ist ein Game Changer. Und ich habe so drei Levels. Der erste ist so ein bisschen harmlos, da geht es eher um Optimierung. Der zweite ist schon ein bisschen stärker, da geht es darum, kann ich neue Geschäftsfelder erschließen mit KI? Und der dritte, das ist der Game Changer pur, kann ich völlig neues Business machen mit KI? Das sind meine drei Ebenen. Plus, wir müssen unterscheiden zwischen B2B und B2C. Meiner Meinung nach, das klingt jetzt hart, ist die B2C-Sache gegessen. Kein Mensch kennt Konsumenten so gut wie Google, Amazon, Facebook und Co. Also bei der Konsumenten-AI ganz hartes Ding. Übrigens, 2006 haben wir versucht, in Europa ein Google zu bauen. Also insofern, wir haben schon viel versucht in dem Bereich, hat alles nicht so funktioniert. Wo ich dran glaube, ist das Thema B2B, Industrie 4.0. Kein Land der Welt hat so viele Hidden Champions wie wir in Deutschland. Wenn wir das mit KI zusammenbringen, glaube ich, können wir da auch führend sein. Wir sollten nicht das neue Facebook bauen, nur die neue Suchmaschine, das wäre meine Empfehlung. Und natürlich, es geht nach Verticals. Es gibt nicht die generische AI, die ich überall einsetzen kann. Es gibt Lösungen für Automotive, für Telco. Das heißt, wir müssen auch über Branchen reden. Und dann gibt es diesen lustigen Quader und den würde ich gerne jetzt an Beispielen illustrieren. Ich fange mal mit dem Schwächsten an. Es gibt jede Menge Beispiele. Vielleicht haben wir nachher auch noch eine Q&A-Session, sagt einer, nenn noch mal ein paar andere Beispiele. Ich habe jetzt einfach mal zwei rausgegriffen. Ströer ist, glaube ich, bekannt. Da geht es darum, wie kann ich intelligenter Kunden erkennen? Also kann ich AI nehmen, um eine Prediction zu machen, was ist mein nächster Kunde? Was macht die AI? Naja, die guckt sich bestehende Kunden an, reichert aus dem Internet Daten an und macht dann sogenannte Lookalike Audiences. Guckt, welcher Kunde ist ähnlich und schlägt den dann praktisch vor. Und das Spannende ist, das sind teilweise im B2B-Bereich Kunden, die nicht in einer Branche sind, aber irgendwas haben die ähnlich, was ich als Mensch gar nicht gesehen habe. Das heißt, ich kann das ganze Thema Lead Prediction, Lead Profiling, diese lästige Arbeit, Leads zu identifizieren und zu bewerten, also wenn man im Sales gearbeitet hat, das macht nicht richtig Spaß, das kann ich über die Maschine machen und habe dann eigentlich wirklich Zeit für die Empathie, für den Kundendialog, für den Service. Funktioniert exzellent. Jetzt haben wir natürlich immer die Frage, macht das irgendwann den Vertriebler überflüssig? Nein. Augmented Intelligence. Die Maschine hilft mir, lästige Arbeiten zu machen, damit ich Zeit für das Wesentliche habe. Dann haben wir Gmünden, da geht es darum, E-Mail-Klassifikation. Da werden viele sagen, naja, das hatten wir alles schon mal, ist richtig. Es geht darum, praktisch automatisch E-Mails zu erkennen, den Intent, um was geht es da, zu welcher Kategorie gehört das und automatisch den richtigen Sachbearbeitern zuzuordnen. Komplett KI-basiert. Okay, nicht spektakulär, aber es gehört auch dazu, dass ich viele Anwendungen habe im KI, wo es darum geht, Prozessoptimierung, Kosten sparen, Effizienzvorteile zu realisieren. Game Changer Nummer zwei. Jetzt geht es schon mehr ins Business, jetzt geht es mehr um die Kohle. So, und eines meiner Lieblingsbeispiele ist Gienand. Ich weiß nicht, wer Gienand kennt. Größte Gießerei in Deutschland. Wir neigen dazu, bei KI immer Beispiele zu bringen. Facebook und Otto ist sehr weit und Zalando. Und eine Gießerei und KI? Kann mir gar nicht vorstellen. Doch, es ist extrem komplex, Gussprojekte zu kalkulieren. Da brauche ich wahnsinnig viele Experten, die lange brauchen, irgendwelche Kalkulationen zu machen. Was man gemacht hat, man hat diese ganzen Daten operationalisiert, über eine KI trainiert und jetzt kann ich auf Knopfdruck Gussprojekte kalkulieren mit einer KI. Jetzt werden einige sagen, das ist doch eigentlich nur Optimierung. Vorher habe ich das Pricing händisch gemacht, jetzt macht es die Maschine. Spannend, was sich Gienand überlegt. Moment mal, ich kann dieses automatisierte Pricing über einen Marktplatz, über eine Plattform anbieten.
Das heißt, andere Gießereien können das as a Service nutzen. Stichwort Plattformökonomie. Da denken wir immer an Google, Facebook. Nein, eine Gießerei baut eine Plattform auf. Und ganz offen, da hat Google kein Interesse dran. Irgendwelche Gießplattformen, den Markt wird Google nicht nehmen. Das fand ich so spannend, dass eine Gießerei, wo man erstmal sagt, naja, so Digital Natives vielleicht nicht, eher erkannt hat, dass ich mit KI nicht nur Effizienzvorteile generieren kann, sondern neue Märkte erschließen kann, über Auktion das Ganze nochmal erweitern. Ich weiß nicht, wer in der Medienindustrie sich auskennt. Ich hatte ja eben Netflix angesprochen. Wir haben natürlich Amazon Prime, wir haben Disney Plus und wie die alle heißen. Wir werden massiv von einer Gaffer-World geprägt in der Medienindustrie. Und ich habe mal böse gesagt, wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann nur noch Amazon und Netflix. Was ist denn mit Pro7Sat1? Was ist mit ARD? Was ist mit ZDF? Die haben durchaus guten Content, aber was sie nicht so gut können, ist, Audiences zu analysieren, automatisch Trailer zu generieren mit künstlicher Intelligenz. Das können die Netflix. House of Cards ist wahnsinnig stark durch Big Data und KI generiert worden. Die Trailer, die Sie bei Netflix sehen, sind zum großen Teil von AI produziert, je nach Zielgruppe. Und ganz spannend, ZDF hat gesagt, ZDF Digital, eine 100%ige Tochter von ZDF Enterprise, wir können doch AI, wir können Texte erkennen, wir können Bilder erkennen, wir können Sequenzen erkennen, wir können Schauspieler erkennen, wir können auch predictive machen und wir können einen Trailer bauen und so weiter. Und das as a Service anzubieten, praktisch AI as a Service für Broadcaster, als neues Geschäftsmodell, funktioniert exzellent, Speech-to-Text ist schon relativ weit. Bilder und Filme richtig zu erkennen, die Sentiments, die Stimmung, war lange Jahre nicht möglich, das ist heute auch möglich, dass ich komplette Filme analysieren kann. Und wie sagte einer vom ZDF so schön, die Keller sind tief und dunkel, die wissen teilweise gar nicht, was die im Archiv für Filme haben. Und dann geht die AI mal rüber und sagt, guck mal, das hast du alles in deinem Archiv. Oh, spannend. Natürlich wird man sagen, wie haben die das nicht getaggt und klassifiziert? Nein, haben sie nicht gemacht, weil es eben nicht Netflix ist. Vor 30 Jahren habe ich das nicht gemacht. Da war das noch nicht mal digital. Und jetzt kommen wir zum Game Changer Nummer 3. Das sind Firmen, die existieren nur, weil es KI gibt. Und die bekannteste wahrscheinlich, die meisten werden damit mal gearbeitet haben, ist ein Übersetzungsprogramm. Und da werden viele sagen, Google Translate. Nein, es ist nicht Google Translate, es ist DeepL. Ein Startup aus Köln, nicht aus dem Valley. Und die haben schon einige Angebote bekommen, gekauft zu werden. Und sagen, nee, wir halten durch. DeepL steht für Deep Learning. Ne? Das sind Algorithmen, die immer besser werden, je mehr Daten ich auch trainiere. Und da jeder von uns DeepL nutzt, wird das System immer wieder besser. Sensationelles System. Leverton, das mögen die Juristen nicht so gern, weil Leverton ist eine Software, die automatisch Verträge analysiert und sagt, pass mal auf, der Passus, der ist nicht ganz gut. Hier musst du mal reingucken. Hunderte von Verträgen werden in Millisekunden analysiert. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, Thema GPT-3 von Elon Musk. Die fangen an, Vertragswerke zu schreiben. Also die analysieren nicht nur Verträge, sondern sie schreiben Verträge. Klar, die werden vielleicht jetzt nicht eine komplexe Due Diligence machen, ja, wenn irgendwie Multikonzerne gekauft werden, aber für viele Domänen kann ich heute schon KI einsetzen, um komplette Juristen überflüssig zu machen. Das muss man so deutlich mal sagen. Data Lovers ist eine Company, die das Predictive Analytics macht für Ströer. Scalable Capital, das sind die ganzen Robo-Advisor, ne? Die versuchen mit KI eben gute Empfehlungen zu geben. So, und jetzt gibt es noch einen ganz spannenden Trend. Ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Es gibt eigentlich einen Trend, der momentan massiv ist. Auch in der Trendfolie, die ich gezeigt habe, da war sowas wie Conversational Bots und so weiter. Dann denkt man vielleicht, Amazon Alexa, das ist doch eigentlich nur so ein Gimmick. Habe ich zu Hause stehen, nervt nur, frage ich manchmal nach dem Wetter. Conversational AI, ist das wirklich ein Trend? Und es ist ein massiver Trend, der meiner Meinung nach massiv unterschätzt wird. Weil es geht nicht um diese blöde Büchse Echo. Es geht darum, dass wir Betriebssysteme in alle Devices bringen, die smart werden, weil sie Big Data und KI verstehen. Das würde ich jetzt gerne zeigen als ein übergeordnetes AI-Thema, Conversational AI. Kleine Zeitreise, es gab irgendwie mal das Zeitalter der Webseiten, als das Internet aufkam, dann haben wir die sogenannte App-Economy. Ist ja eigentlich eine Frechheit. Also wenn ich zum Beispiel, was momentan nicht so einfach ist, mit der Lufthansa fliegen möchte, muss ich mir eine App runterladen und muss selber eintippen, wo ich hinfliege. Eigentlich ist doch die Idee viel schöner, nativ in meiner Kommunikation, im Messenger, in E-Mail, auf Alexa, Amazon, dass ich da in der Konversation Business machen kann. Da kommt der Begriff übrigens her, Conversational Business. Der Entwickler von Uber hat gesagt, wenn zwei Leute sich unterhalten, der eine sagt, pass mal auf, ich muss nachher nach Schweinfurt, dann erkennt er das und sagt, pass mal auf, ich biete hier eine Fahrt an. Ich muss nicht von App zu App springen, was ja überhaupt keine gute Customer Experience ist, sondern ich habe euch eine Meta-App, eine Mega-App, wo alles gebündelt wird.
Das ist Conversational Business und das funktioniert nur, wenn ich eine AI dahinter habe. Ich habe das hier mal gezeigt, ich habe eine Audience, das können aber auch Mitarbeiter sein. Wir haben zunehmend, dass wir Conversational AI in Unternehmen einsetzen. Also Google hat bei jedem Meeting Google Home auf den Tisch stellen als virtuellen Assistenten. Den kann ich fragen, pass mal auf, wie waren denn die Zahlen letztes Jahr? Was macht denn der Wettbewerber für eine Kampagne? Und der schedult die nächsten Meetings. Ja? Also es ist nicht immer nur nach außen gerichtet, ich kann intern das einsetzen. Und man muss zwei Dinge unterscheiden, wenn wir AI reden und das Thema Voice. Das eine ist, einen Intent zu erkennen, die Sprache zu verstehen, das Thema NLP. Die richtige Antwort zu geben, ist wieder was anderes. Und momentan ist mir das zu sehr gehypt. Die Chatbots, die haben alle AI. Die können. Ich weiß nicht, was Ihre persönliche Erfahrung ist mit Chatbots im Internet. Da ist noch viel Luft nach oben. Was die ganz gut können, die Sprache erkennen, ob Text oder Voice. Was aber viel wichtiger ist, ist die richtige Antwort zu geben. Also im Sinne von unserem Go-Spiel, ich erkenne, was der für einen Zug gemacht hat, der andere. Aber jetzt muss ich ja Antworten auch ziehen. Die Antwort zu geben, also nicht nur den Intent zu erkennen. Und das sind die beiden Ebenen, wo wir auch zunehmend besser werden. Und ich habe ein, zwei Beispiele, die ich beeindruckend finde, welche Qualität Conversational AI heute schon hat. 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. So, das ist ein Beispiel, aber nochmal, Narrow Intelligence. Das heißt, Google Assistant auf der Seite hier macht einen Friseurtermin aus, kann vielleicht noch im Restaurant was buchen, könnte aber nicht Go spielen und nicht mal Mensch ärgere dich oder Mau Mau. Jetzt sage ich, wer weiß denn überhaupt, dass hier überhaupt ein Mensch in dem Friseursalon war? Vielleicht war das ja Amazon Alexa. Und dann kommen wir natürlich der absurden Situation, dass zwei Systeme pseudo-empathisch miteinander sprechen. Mhm. Ich habe mal in der Informatik gelernt, Nullen und Einsen sind irgendwie effizienter. Aber nochmal, wenn wir das weiterspinnen, wir werden nicht nur Mensch-Maschine-Kommunikation haben, sondern immer mehr Mensch-Mensch und hoffentlich dann eben nicht so viel Maschine-Maschine, werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber es zeigt schon mal, wie heute die Qualität ist. Das Spannende, Google hat sich dagegen entschieden, solche Agenten so menschlich wirken zu lassen, finde ich die richtige Entscheidung. Ich fühle mich doch als Kunde verschaukelt, wenn ich nicht mehr erkenne. Und irgendwann kommt es mal raus. Und ich, ach, die ganze Zeit hat der mir was vorgemacht. Warum sage ich nicht? Wenn ich eine Reise buchen will, ich brauche keinen empathischen Storyteller. Ich will schnell eine Reise buchen, dann ist es halt ein System. Also dieses Vermenschlichen von KI, was sehr, sehr stark gemacht wird, ist meiner Meinung nach der völlig falsche Weg. Jetzt hoffe ich, dass Sie alle in glücklichen Beziehungen leben. Und sich nicht trennen von dem Partner. Sollte es mal vorkommen, habe ich noch eine kleine Anwendung mitgebracht. Ich habe gehört, dass man im Zeitalter des Internets macht man das mit SMS und WhatsApp, was ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Man kann sich heute viel, viel schöner voneinander trennen, viel stilvoller miteinander trennen. Und da hilft natürlich Conversational AI. Kleines Beispiel hierzu. Den hatten wir schon. Hello. Hi, can I talk to Diane, please? Speaking. Hi, Diane. I'm calling on behalf of John to schedule an appointment. For what? The appointment for you to come pick up your belongings from John's apartment. Excuse me? John would like you to remove your belongings from his apartment. What are you talking about? I'm very sorry, but John has decided to end your relationship. Is this a joke? Put John on the phone. I'm sorry, John's not currently available. What?
Where is John? I cannot believe this. This is bullshit. Mm-hmm. How does 10 a.m. sound? Are you fucking kidding me? Oh, if 10 a.m. is not available, what time is suitable for you? Fuck you! Anwendungsbereiche in allen Lebenslagen haben, wo wir eben mit Conversational AI zu tun haben. Es gibt, Anfang des Jahres hat Google Mina rausgebracht. Das ist ein Open Source Framework, um eben solche Applikationen zu entwickeln. Und da gibt es jetzt, das ist immer ganz wichtig, weil die Menschen sagen immer, wir messen an den 100%. Hier geht es um die menschliche Genauigkeit von Kommunikation. Das kann man wissenschaftlich genauer erklären, ich lasse es an der Stelle einfach mal so. Da sind wir Menschen bei 86%. Es gab mal, Mitsuku war eins der besten Bots, AI gesteuert im Internet, hat richtig Spaß gemacht. Mit Mitsuku konnte man richtig schnacken, schlagfertig, es war echt lustig, weil weltweit dieser Bot genutzt wurde und hat halt viel Trainingsdaten für die KI generiert. Und Mina kam Anfang des Jahres raus und ist bei 79%. Man sieht hier einen Mina-Dialog, das M ist für Mina. Kann man gern mal ausprobieren. Das ist wirklich spooky, welche Qualität dieses Thema heute schon haben. Naja, und die werden nie krank. 24/7, 365, kein Betriebsrat. Also es ist wirklich spannend, was in dem Bereich passiert. Aber jetzt komme ich eigentlich zu dem wirklichen Game Changer. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist für einen Service vielleicht ganz spannend. Ne? So ein Serviceagent, Callcenter, da kann man das anwenden. Mein Punkt ist, bitte nicht immer an Amazon Alexa denken oder Google Home oder an so einen Assistenten, sondern diese KI, die wir hier sehen, wird in alle Devices kommen. In alle. Wer es nicht glaubt, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Auf der CES in Las Vegas vor einem Jahr wurde die erste Zahnbürste vorgestellt, die mit Alexa ausgestattet ist. Jetzt kann man sich fragen, da muss man schon sehr verzweifelt sein, mit der Zahnbürste zu sprechen, beziehungsweise wenn man die Zähne putzt, spricht sich auch nicht ganz so gut. Die Idee ist natürlich völlig andere. Alexa erkennt, wie ich putze, macht mir Empfehlungen, wie ich das besser machen kann. Wenn die aufgebraucht ist, bestellt sie automatisch eine nächste nach. Im prüden Amerika gar nicht so einfach. Im Bereich Sextech, der erste Vibrator, der mit Alexa ausgestattet wurde. Da kann ich mit Vibrator sprechen. Weil ich damit nur sagen will, alle Devices, die wir haben, wir kennen das natürlich von der Smartwatch, wir kennen es vom Handy, aber unsere Fantasie reicht da gar nicht aus. Wir werden einen Gürtel haben, der smart ist. Und er sagt, pass mal auf, Gensch, das Buffet sieht lecker aus, lass es lieber mal. Wir werden also immer mehr Devices haben, die miteinander connected sind. Und Elon Musk geht natürlich noch einen Schritt weiter mit seinem Neuralink und sagt, pass mal auf, die KI muss ins Hirn. 2021 werden immer noch Probanden gesucht. Er hat das irgendwie mit Tieren probiert. Er sucht jetzt menschliche Probanden, die sich eben so eine KI mal ins Hirn pflanzen lassen. Also wer da Interesse hat, einfach bei Elon Musk melden. Das heißt, wir haben heute schon, und da muss man einfach unterscheiden, Echo ist die Hardware sozusagen. Echo gibt es entweder die Box oder hier sind ganz viele Echo-Hardware-Systeme, die immer mehr ins Haushalt kommen. Alexa ist die Software. Und das ist der Grund, warum diese Konzerne Milliarden von Dollar ausgeben, weil das Interface ist, das ist das Betriebssystem von morgen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hin wie mit so einem Lambo unterwegs ist. Da geht es nicht darum zu sagen, spiel mal Musik im Lambo. Alexa ist die Schaltzentrale von dem Lambo. Ja? Also das muss man sich mal überlegen. Vielleicht ganz spannend, fällt mir gerade ein, die Chinesen haben sich neulich einen Tesla geholt und haben den zerlegt. Das nennt man, glaube ich, Produktklinik. Und haben die rausgefunden, der hat da viel mehr Sensoren, als der braucht. Also deutsche Ingenieure, Spaltmaßoptimierer, die sagen, wir haben Regensensor, wenn es regnet, geht es Scheibenwischer an. Wir haben Sensor für den Abstand. Was hat denn der Musk da alles eingebaut an Sensoren? Das ist genau die Fantasielosigkeit. Der hat natürlich das System, für den ist das Auto kein Ingenieursobjekt, sondern ein intelligentes Device mit ganz viel Daten und KI. Vielleicht macht er irgendwie mal intelligentes Flottenmanagement, der macht Instant Insurance, der macht Lieferdienste, was auch immer. Weil Daten und die intelligente Analyse von Daten, das ist ja das Öl von morgen. Und vielleicht nicht kann ich nochmal das Spaltmaß, auch wenn es ein bisschen ketzerisch ist, optimieren. Also, dass eine Alexa im Lambo ist, das ist schon eine Ansage. Oder in den USA, bargeldloses Zahlen, ne? Oder kontaktloses Zahlen. Ne? Das ist natürlich auch ein Thema über Alexa. Oder ich gehe gar nicht auf die ganzen Bereiche rein. Mir ist nur wichtig, an der Stelle klarzumachen, es geht nicht darum, dass ich so eine komische Box da stehen habe, die ich nach dem Wetter frage. Sondern die eigentliche Idee ist eigentlich, dass wir das Betriebssystem von morgen möglichst alle nutzen. Black Friday, wie es alle heißen, da hat ja Amazon wieder Echo rausgehauen für 20 Euro. Warum denn? Weil ich die kritische Masse haben will. Denn je mehr die dieses System haben, dann habe ich den Zugang zum Kunden. Wie ein trojanisches Pferd. Wenn sie alle mit Alexa arbeiten, hat Amazon den perfekten Zugang. Und das ist eigentlich das Spannende an Conversational AI. Was passiert, es entstehen völlig neue Ökosysteme. Bosch Siemens Haushaltsgeräte arbeitet eng mit Amazon Alexa zusammen.
Man kennt die einfachsten, bei der Kühlschrank bestellt irgendwas nach. Okay, das haben wir schon mal gehört. Aber wenn alle Geräte miteinander vernetzt sind, dann muss ich mir im Marketing auch Gedanken machen, nicht mehr den Menschen zu überzeugen, der Entscheidung trifft, sondern zunehmend werden Devices für uns Entscheidungen treffen. Bei welcher Tankstelle, wo kaufe ich? Ich weiß gar nicht mehr die Zahnbürste, dass ich selber bestelle. Das hat längst schon Amazon Alexa für mich gemacht. Man nennt es auch posthumanes Marketing, ne? Dass man irgendwann mal Systeme hat, die Entscheidungen treffen. Und solche Ökosysteme sind natürlich mächtig. Aber das Spannende ist, jeder will natürlich so einen Walled Garden haben. Ne? Google versucht es, Facebook versucht es, Apple versucht es. Die spannende Frage, wird das Rennen gewinnen? Oder wenn wir nach China gucken, da entstehen Ökosysteme insbesondere auf den Messenger-Plattformen. Also ich weiß nicht mehr, wer mal in China war. WeChat ist ein einziges Ökosystem. Die ganze Customer Journey wird unterstützt. Sie haben so viel Daten, die optimieren mit AI. Ich muss gar nicht meinen Wunsch äußern, weil die KI schon längst erkannt hat, was ich morgen machen möchte. Auch spooky, in so einer Welt will ich nicht leben, schon gar nicht so zentralistisch gesteuert wie WeChat. Man kennt das wahrscheinlich, ne? Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, Maluspunkt, hebe ich den Müll auf, ein Pluspunkt. Die Social Scoring, in so einer Welt will man nicht leben, aber das ist natürlich aus einer AI-Sicht perfekt. Und darum gucke ich auch manchmal ein bisschen neidisch nach China, weil eine KI, so banal es klingt, ist nur so gut, wie die Datenbasis ist. Und wenn ich natürlich alles tracke, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, jede Bewegung, jeden Scroll, jedes, was ich privat mache, was ich geschäftlich mache, dann kann ich natürlich mit der KI die besten Ergebnisse erzielen. Nochmal, ich distanziere mich davon, bin froh, dass wir im demokratischen System blieben. Aber aus einer KI-Sicht ist das natürlich genial, was da passiert in China. So, also man kennt vielleicht das Thema IoT, Internet of Things, Internet der Dinge, werden alle miteinander vernetzt. Ich habe Sensoren an Brücken, an Autos, wo auch immer und versuche irgendwie Daten zu analysieren. Also das Brain ist die AI und steuert praktisch das Internet der Dinge. Ich sage nur, wir müssen einen Schritt weitergehen. Wir haben das Internet of Everything. Es ist eben nicht nur Industrie 4.0. Und jetzt gleich nochmal ein Jobcheck. Ich weiß ja nicht, wie sehr Sie an einem Arbeitsplatz hängen. Also, gute Nachricht, wenn man auf der Seite ist, auf der rechten. Ja? Schlechte Nachricht, wenn man auf der Seite ist. Ich mache mal den Selbstcheck. Also, Teacher, bezeichne mich mal, gute Nachricht scheint recht sicher zu sein, schlechte Nachricht schlecht bezahlt, okay. Da müsste man vielleicht eher so ein CEO sein, den kann ich schwer ersetzen und der ist auch gut bezahlt. Gehe ich mal auf die rechte Seite hier. Credit Analyst, ich habe es schon gesagt. Eine KI kann heute ein besseres Credit Scoring machen als Menschen. Bei einer Kreditreform hocken 600 Leute und machen manuellen Research. Sorry to say, das wird lange nicht so bleiben. Das ist eben hier auf der Seite. Und ganz ehrlich, ganz bin ich nicht d'accord damit, weil der Lawyer, der Anwalt, wenn der Leverton mal um die Ecke kommt und die Verträge analysiert und schreibt, dann weiß ich nicht, wie sicher der noch ist. Und jetzt habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, das sind reale Jobprofile, also wenn jemand Interesse hat und einen neuen Job sucht, auf die kann man sich bewerben. Die klingen natürlich ein bisschen fast wie ein Fake. Reale Jobprofile, nicht aus Deutschland allerdings, aber das ist das Spannende. Und ich glaube, wir haben eine Fantasielosigkeit, welche Jobs es zukünftig geben wird. Wir haben weniger Probleme zu sagen, welche Jobs wegfallen werden. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, 60% der Kinder, die heute in die Grundschule gehen, werden Jobs erlernen, die es heute noch gar nicht gibt. Also wenn Ihre Kids in die Grundschule gehen, und dann, was willst du mal werden? Oh, Pilot, Lokomotivfahrer? Ne. 60% können es gar nicht sagen, weil es den Jobs noch gar nicht gibt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, diese Geschwindigkeit. Amazon nennt das Upskilling. Ich muss schnell die Leute weiterentwickeln. Ja? KI ist so dynamisch. Wie kriege ich überhaupt die Leute dahin, dass sie diese Fähigkeiten haben? Ist ein Riesenthema. So, letzte Folie versprochen, dann haben wir auch Zeit für Diskussion. Ich wage jetzt noch mal ein bisschen provokanten Ausblick. 90, lang ist es her, ne, so Aufkommen, Internet, E-Mail und so weiter. Dann kam so dieses Zeitalter Wikipedia 2000, dann haben wir mal dieses Web 2.0, hieß es lange. Second Life, wenn ich vor Studenten stehe und von Second Life berichte, dann gucken die mal, was erzählt der alte Mann da. Was ist Second Life? Hey, das war mal die größte virtuelle Community. Ich meine, das sind gerade mal 15 Jahre, kennt heute keiner mehr. Gibt es übrigens wieder, interessanterweise. Outernet, Internet of Things, gehe einfach da mal ein bisschen schneller drüber, Web of Thoughts. Es gibt die erste KI, die praktisch Gedanken lesen kann und dann über das Web verteilen kann, auch ein bisschen spooky. Dann haben wir das Bio-Web, also Pflanzen, die Umweltverschmutzung messen. Ja, und jetzt kommen wir dahin, die Superintelligenz. Ich habe es gesagt, arithmetische Mittel, 20 Jahren ungefähr. Und die spannende Frage ist jetzt, und damit komme ich auch wirklich zum Ende, ist, wo wird die Reise hingehen? Szenario 1, die KI wird immer besser, Superintelligenz, Intelligent Explosion, und wird sagen, diesen Evolutionsfehler Mensch,
den müssen wir mal beiseite schaffen. Worst case. Wir sind ja nicht rational als Menschen. Also eine KI müsste eigentlich sagen, brauche ich nicht. Szenario 2 ist zu sagen, endlich habe ich eine KI, die für mich alles macht. Ich wollte immer mal Kinderbücher schreiben. Ich wollte hier am Main spazieren gehen, kann ich endlich mal machen. Drittes Szenario, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ist Elon Musk, bisschen provokant, mit seiner Neuralink. Ich embedde die KI in uns Menschen rein, damit wir besser werden. Klingt spooky, aber folgendes Beispiel. Ich sehe leider nicht mehr so gut, wird ja älter. Ich habe eine Brille, Sehkraftverstärker. Sollte ich irgendwann mal nicht so gut hören werden, werde ich vielleicht ein Hörgerät haben, Hörkraftverstärker. Warum sollte ich nicht einen Denkkraftverstärker haben, damit ich nicht mehr so vergesslich bin, schneller rechnen kann und so weiter. Augmented Intelligence im Sinne von, lass doch die KI nutzen, dass wir Menschen bessere Leistung bringen. Klar ist mir das schon klar, dass das spooky ist, weil wenn ich hier eine KI habe und dann kommt ein Hacker und dann mache ich vielleicht Sachen, die ich gar nicht machen wollte und so weiter. Ich kann schlecht eine Brille vergleichen mit einer implantierten KI in meinem Kopf. Aber ich glaube, wenn wir mal weiterdenken, also ich habe noch nie so lange das Handy so weit entfernt gehabt wie heute. Normalerweise, ganz ehrlich, was ist denn so 30 Zentimeter nach, wird man schon unruhig, oder? Die KI ist ja im Handy. Manche haben hier schon die KI drin und demnächst heißt, habe ich vielleicht im Kopf. Ich weiß, es ist spooky, nur ich sage nur eins. Wo wird die Reise hingehen? Solange wir solche Werte haben, wie wir sie haben und Zielfunktionen wie Gewinnmaximierung und Kostenminimierung, wird Folgendes passieren. Wir werden nicht nur das selbstfahrende Auto haben, wir werden das selbstfahrende Unternehmen haben, die selbstfahrende Gesellschaft haben. Das ist ökonomische Logik. Und wenn wir sagen, wir wollen Zukunft intelligent gestalten, dann müssen wir fragen, ob wir in einer Welt leben wollen, wo wir nicht mehr im Driver's Seat sind. Und wie sagt Elon Musk so schön, jetzt haben wir die Zeit, das zu gestalten. Wahrscheinlich in 10, 15 Jahren könnte es zu spät sein. In diesem Sinne möchte ich Sie herzlich dazu einladen, mit die Zukunft zu gestalten, damit wir weiter auch im Driver's Seat sind und freue mich jetzt auf viele spannende Bemerkungen, Fragen und Kommentare. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von uns. Super, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, es ist tatsächlich ja genau der Teil, was wir uns gewünscht haben mit der Auseinandersetzung, weil wir sind natürlich hier auch alle Techies. Den Ton muss ich noch kurz auslassen, Entschuldigung. Wir sind ja hier auch alle Techies und sind begeistert von den neuen Möglichkeiten, aber genauso denken wir uns bei vielen Sachen auch mal so, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. Und da sind natürlich auch spannende Sachen da drin. Was ich immer interessant finde und was ich auch eine gute Sache finde, ist, dass ja doch diese Rückkopplung zwischen Gesellschaft und Konzernen funktioniert, so wie beim Google Glass oder den Google Glasses, wo zumindest beim ersten Anlauf dann doch ziemlich viele Leute gesagt haben, puh, also irgendwie gefällt uns das nicht. Und ich glaube, inzwischen beschäftigen die sich ja auch ziemlich intensiv damit, mit dem Creepiness-Faktor, habe ich mal gehört, heißt das. Also die gucken, welche Scheiben sie gerade noch drauflegen, was man den Leuten gerade zumuten kann. Also ich glaube, das wird sehr spannend. Und was natürlich auch toll ist auf der anderen Seite, dass es bei uns auch wieder Chancen gibt dafür. Ich glaube, da werden wir nachher von der Uni Würzburg auch noch mal ein bisschen was dazu hören. Ich glaube, da ist in Europa doch einiges los und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Dann würde ich noch vorschlagen, wir gucken mal zum Publikum rüber. Wir gehen hier mal on. So, genau, jetzt kommt der verwirrende Moment, wo wir die kurze Pause überbrücken. Hallo, so, jetzt müsstet ihr mich uns hier hören. Hoffe ich zumindest. Ja, kurzes Nicken. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil wir aus dem Stream hier auch noch rauskommen, aber ich schalte den einfach mal stumm oder beziehungsweise ich kann den, ja, den lassen wir jetzt einfach mal so laufen, genau. So, dann haben wir schon die ersten Dankeschöns hier im Chat. Wie schaut es denn da so in den Videos aus? Möchte jemand noch was hören? Genau, interessanter Ausblick, aber auch erschreckend, in welche Richtung das gehen könnte. Ich sehe gerade, wenn ihr alle online sind, brauche ich den Chat gar nicht vorlesen, aber ihr seht es ja auch alle. Aber wir hatten ja hier noch ein paar Möglichkeiten. Wer hat denn noch möglicherweise eine Frage hier? Darf ich von euch noch mal jemand das Mikro aufmachen? Könnt es auch mal bei Fusik oder bei TakeNet reinschalten. Ihr sitzt da so entspannt. Hallo Sebastian. Ihr freut euch alle. Euch geht es so wie mir nach dem Vortrag, dass man erstmal denkt, fuck, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hallo. So, ich mache euch noch mal ein bisschen lauter hier, hoffe ich zumindest, genau. Hallo, gibt es noch eine Frage von euch? Lasst uns ein bisschen diskutieren.
Deswegen war ich schon sehr gespannt auf den heutigen Vortrag wieder. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch Ja und nein, wenn ich das... Ja, bitte, gerne hier vor die Kamera. Wir reden jetzt einfach direkt da rein. Genau, wir reden einfach direkt da rein. Ja, ja. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, wir haben Fraunhofer, wir haben DFKI, ich habe auch gesagt, dieser schöne Algorithmus von DeepMind, sage ich mal, kommt aus unserer Feder mehr oder weniger. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel KI-Talente haben. Wir haben ja noch dann die Uni Würzburg. Aber ich glaube, dieses Thema Transformations ins Business rein, darum ging es mir. Da haben wir eine Fantasielosigkeit. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so verstecken immer mit Forschung, KI, sind wir nicht so schlecht, aber ich glaube wirklich, diesen Übersetzungsschritt zu gehen. Ich hatte ja so diesen MP3-Vergleich gemacht, so diese gewisse Fantasielosigkeit daraus Business zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, war ja vorhin das Beispiel mit MP3, da war das ja ganz ähnlich. Ja? Da haben sie sich was Tolles ausgedacht. Das waren ja auch die Fraunhofers, glaube ich, damals. Exakt. Und das ist da so durchgegangen. Also da gibt es bestimmt viel zu entdecken. Da haben wir noch aus dem Chat... Carsten Ebert, sollte man erst Use-Case-Ideen haben, wofür man KI nutzt, oder sollte man erst gute KI-Experten haben? Und wo findet man die? Oh, das sind spannende Fragen auf jeden Fall, ja. Ja. Also ich denke, mit dem Use-Case sollte man immer schon anfangen. Also dieses nach dem Motto, völlig da vogelwild da reinzugehen. Ein bisschen Orientierung, ne? Dass man auch wirklich das Wesentliche macht. Weil häufig habe ich auch schon erlebt, man holt sich irgendwie auch eine Masterarbeit, Doktorarbeit und dann sagt man, komm, geh mal in den Keller und spiel mit den Daten. Und dann kommt er mit ganz spannenden Sachen raus und nur kein Mensch weiß, was man damit jetzt macht. Also ich glaube, den Use Case muss man schon definieren. Zu den Experten, ich glaube, das ist neben dem Datenschutzthema die größte Schwierigkeit. Aber es gibt Hochschulen, es gibt Kooperationspartner, die sich freuen auf Unternehmen, um spannende Dinge zu machen. Also ich kann das selber nur sagen, da muss man nicht immer gleich das Riesenprojekt vom Zaun brechen. Wir haben gute Leute hier in Deutschland, die auch gerne Kooperationen machen mit mittelständischen Unternehmen. Aber das ist natürlich schon richtig. Also ich sage mal, die Software ist vielleicht Open Source, aber ich brauche natürlich die Data Scientist. Und ich habe aus eigener Erfahrung in Unternehmen erlebt, die Guten werden natürlich ganz schnell abgeworben. Und das ist eine riesen Herausforderung, War for Talents, die Leute, die diese Data Science Sachen machen, in Deutschland zu halten. Darum fand ich ja DeepL so klasse, die nicht aus dem Valley kommen, sondern in Köln sitzen und auch wahrscheinlich erstmal bleiben. Also ich kann mir das auch so vorstellen. Wir haben uns ja da auch hier Gedanken drüber gemacht, auch mit den Kollegen. Wo berührt uns denn das Thema schon und wo könnten wir vielleicht ganz konkret was Neues machen? Und ich muss ehrlich zugeben, dass mir da auch so ein bisschen die Fantasie fehlt. Also ich glaube, es ist schon cool, sich jemanden dazu zu holen, der dann auch diese ganzen Ideen hat und der sich im Unternehmen umguckt und sagt, das brauchen wir ja alles nicht mehr oder das können wir besser machen oder cooler machen oder... Unbedingt. Nur man sollte dann mit dem gemeinsam nicht nur im leeren Raum da diskutieren, sondern schon versuchen, Use Case rauszuarbeiten. Da kann ein Experte helfen. Mache ich viel in Workshops, aber ich glaube nur, man muss das zusammenbringen. Mhm. Und darum habe ich auch gesagt, dieses Reifegradmodell, einfach mal Beispiele von anderen Industrien. Mhm. Was macht der? Weil wir haben eine gewisse Fantasielosigkeit. Mhm. Und darum kann ich da nur animieren, einfach mal zu schauen, was heute schon passiert, auch im Mittelstand. Okay. Gut, jetzt haben wir noch zwei Fragen zur Technik. Das hätte ich vielleicht vorher nochmal sagen müssen. Damit wir keine Rückkopplung haben, habe ich den Stream jetzt kurz mal angehalten. Und ihr müsstet uns eigentlich in dem Fenster, in dem kleinen Fenster, was hier Saal heißt, hören. Aber da höre ich hier, das geht anscheinend nicht immer. Ansonsten biete ich gerne noch, doch, hören wir? Okay, alles klar. Ansonsten biete ich gerne noch an, dass wir auch Sachen über den Chat natürlich gerne machen. Was ich ja immer... Okay, wie kann man die Hemmschwelle zum Einsatz von KI im Bereich der KMU überwinden? Okay, interessante Frage. Cases, Beispiele, nicht theoretisch, nicht irgendwie Lehrbuchfolien, die ich auch hin und wieder mal zeige, sondern Cases. Ich habe ja wirklich einen ganz kleinen Ausschnitt gebracht, aufgrund der knappen Zeit. Es gibt unendlich viel mehr Cases und ich glaube, das macht Mut, wenn man sieht, guck mal, im Mittelstand hat es auch gemacht, der hat sogar Geld damit verdient, es hat sogar funktioniert. Also das weniger akademisch angehen, sondern sehr, sehr stark sich mal angucken, was schon passiert. Und dann, glaube ich, kommt auch eher so die Überzeugung rein. Wenn das so abstrakt ist, KI, Big Data, dann kommen Ängste, da kommen Unsicherheiten. Und teilweise ist der Leitungsdruck auch nicht so groß. Und wir machen noch ganz schönes Business. Warum sollen wir jetzt uns damit auch noch beschäftigen? Mhm. Machen wir später. Also ich glaube, möglichst viele Beispiele zeigen, die funktionieren. Oder auch mal Worst Practice, was nicht funktioniert. Ist ja auch okay, daraus zu lernen. Aber mehr Fleisch an die Sache zu bringen mit konkreten Cases. Okay. Ihre Teilnehmer tippen.
Was ja immer interessant ist, auf jeden Fall, wo wir die Kreativität haben, das habe ich mir vorhin noch notiert, ist auf jeden Fall mal in der Literatur und im Film. Ich musste mehrmals an Marc-Uwe Kling mit Quality Land denken, das kennst du bestimmt auch. Kam hier die Empfehlung, kann ich auch nur sagen. Die, also da wusste ich bei den Produkten, von denen man noch gar nicht weiß, dass man die haben will, der lila gestreifte Delfin-Vibrator, der wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Ja. Da ist die Kreativität da und ich finde, auch wenn es natürlich eigentlich lustig ist in erster Linie, aber auf der anderen Seite ist das ja auch die Auseinandersetzung damit, ja, und die Ideen, was könnte man denn noch weitermachen und eben die Überlegung, wo wollen wir denn noch hin, ja, also die, was machen wir da noch? So, hier ist noch, Daniel Jäger war hier oben nochmal drin, AI und Business-Ökosystem-Design gehören zusammen, oder, und neuer Wein in alten Schläuchen, oder Business Intelligence zu Artificial Intelligence, neuer Wein in alten Schläuchen oder doch die Revolution? Ja. Hatte ich ja eingangs gesagt, ich sehe das auch durchaus kritisch, dass vieles, was heute BI ist oder einfaches Excel ist oder eine Regression, ist heute KI. Aber ich habe es ja versucht klarzumachen, indem die Autonomie der Systeme größer wird, ne? Dieses Lernen zu lernen, diese Intelligent Explosion. Ich glaube, da sind wir schon im anderen Bereich. Mhm. Und dann finde ich auch den Begriff Künstliche Intelligenz gerechtfertigt. Mhm. Ja? Aber genau genommen, akademisch gesprochen, haben wir heute noch keine künstliche Intelligenz in dem Sinne. Das muss man so sagen. Mhm. Oder man sagt halt die Narrow Intelligence. Mhm. Aber ich bin dabei. Also ich sag mal, 80%, was vielleicht klassische BI ist, wird heute AI bezeichnet. Mhm. Das ist so ein bisschen Etikettenschwindel. Insofern verstehe ich das ein Stück weit. Aber es hat schon eine Berechtigung. Es ist nicht nur alter Wein, neuen Schlauch. Also das. Okay. Gut. Ja, jetzt ist... hakt anscheinend leider doch die Technik ein bisschen. Wir sind aber tatsächlich auch mit der Zeit schon ganz gut dabei. AI und Business-Ökosystem gehören zusammen, absolut. Ja. Also wir reden immer wieder von Ökosystemen und das wird ohne AI nicht designbar sein. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Gut, es ist natürlich auch ein Punkt, das hatten wir ja vorhin bei der Gießerei, das fand ich auch ganz spannend und das hat ja im Prinzip Amazon vorgemacht, dass sie gesagt haben, auch den ganzen, das ist ja auch eine Investition, die da reinläuft, ja, und dann natürlich gleich den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, das nehme ich jetzt nicht nur für mich selber, sondern ich mache da noch ein Business draus, ich mache da eine Plattform draus, dann sind natürlich auch stehen natürlich diese Investitionen auch vor einem ganz anderen Hintergrund. Absolut. Also, absolut. Ja, ganz wichtiger Punkt. Okay. Dann wollt ihr sonst noch da draußen, wir können natürlich hier auch mal in die Runde fragen, hier sitzen ja auch noch ein paar interessante Leute, dann müssten wir nur, genau, oh, dann geht das Mikro schon wieder auf, danke. Dann kann ich auch hier wieder auf Play drücken und können wir hier kurz noch mal in die Runde gehen. Noch von euch Fragen, Anmerkungen von da unten? Nein, ihr seid auch alle, ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht abgehängt gefühlt hier, aber... Okay. Ansonsten, ich bin den ganzen Tag noch da, können wir in der Pause vielleicht auch nochmal einen Kaffee. Super, wunderbar. Mit Maske und Abstand natürlich ab dann wieder, weil nur die Sprecher dürfen das ohne. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Auch trotz der etwas technischen Widrigkeiten war das, glaube ich, eine Keynote genau nach unserem Geschmack. Ich fand es super. Ich habe mich sehr gefreut. Oh, und wir haben natürlich immer noch eine kleine Erinnerung an Würzburg. Aus dem Juliusspital, einen schönen Boxbeutel. Herzlichen Dank. Kann man sich noch einen schönen Winterabend damit machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Kommen und war super. Dankeschön. Danke.